Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Black Otto am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist mal wieder Reaction Time zusammen mit Anigo und wir haben uns gedacht, jetzt da ich absoluter Enduro-Profi bin, gucken wir uns mal Enduro-Keks an. Ich habe mir Enduro-Keks oft mit David zusammen damals angeguckt, aber das schon echt lange nicht mehr. Die haben auch echt nicht so oft hochgeladen, wer die nicht kennt, das ist so eine richtig geile Enduro-Crew. Das Video ist schon vom Mitte Juni. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihr auch noch nicht. Und ich würde sagen, wir starten rein in das Video in richtig geile Enduro-Action. Let's go. Let's go. Wir starten in das Video. Und es geht direkt geil los. Oh, ich muss direkt zurück. Ah, ich liebe die Enduro-Keks. Kennst du die? Hast du schon mal Videos von denen gesehen? Ja. Also eine aber Gruppe auch noch nicht so viele. Aus Osteuropa. Boah. Und die fahren so geile Sachen immer. Glaubst du, das würdest du schaffen? Krass, nee. Ich glaube nicht, auf gar keinen Fall. Sieht halt auf Kamera immer nicht so steil aus, aber das ist halt echt 90 Grad Winkel, ne? Und dann erst durch das Wasser und dann so krass hoch da, durch den Schlamm. Geil. Boah, nice, ne Erzberg. Boah. Boah, aber oben geblieben. Das ist immer scheiße, ne? Wenn das ins Wasser fällt. Boah. Aber irgendwie geil. Hätte ich schon Lust, mal das so aus Spaß so zu probieren. Allein so durch Wasser und Schlamm fahren. Also ich hätte Bock, sowas zu probieren. Weil das ist echt? Halt Sand. Und das ist, überall wo ich gefahren bin, war immer so viele Bäume und Stöcker und Steine und so weiter. Nee, in der einen Kiesgrube. Ja, nee, da bin ich aber auch Vollgas. Da war auch richtig Sand. Genau, da bin ich aber auch Vollgas hochgefahren. Weil da kann ja nichts passieren. Wenn du dann irgendwann, also runter hätte ich wieder Angst, aber hoch, da guckst du, wie weit du kommst und irgendwann legst du dir entspannt auf die Seite. Dann wieder runter kommen, ist ein bisschen schwierig, ne? Vor allem ohne die Karre völlig zu zerkratzen. Oh, was? So hoch? Ich dachte gerade, das wäre ein bisschen weniger. Das sah gerade ganz anders aus. Also sowas bin ich auch schon mal hochgefahren, aber nicht ganz hoch. Ja, das weiß ich noch. Geil, Alter. Ja, das ist schon krass. Alter, ist brutal. Also, ich glaube, das würde ich mir nicht machen. Getrauen. Richtig gut. Boah. Vor allem das Gute, das Ding ist, die werden halt auch immer besser, ne? Die haben schon vor 2 Jahren Videos hochgeladen und die fahren halt dauernd. Ja. Ach, ist liegen geblieben. Ja. Geil. Ja. Das ist Sportsmanship. Irgendwie ist die Musik dazu geil. Ja. Wie spannend. Guck, wie tief das ist. Ja, da. Was? Ah, krass. Oh. Wenn ihr da die Karre absäuft, ne? Ja. Oh, guck mal, wie tief. Oh, der hat sich festgegraben hinten, oder? Guck mal, das Heck auch schon. Ja. Völlig im Arsch. Was meinst du, wie viele Motorräder die so im Schnitt kaputt machen? Die Teile, die halten auch richtig viel aus. Die Farbe ist geil. Ja, voll. Das Blau. Sieht da richtig geil aus, ja. Oh, oh. Nein. Oh, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Ja, wenn alles voll läuft. Ja. Filter voll, als wäre er noch auf Drogen oder so. Oh, der wird. Oh! Der wird ja komplett eingesaugt. Oh Gott, das ist echt schrecklich. Der ist komplett voll mit Matsch. Komm, er kann auch nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Alter, was? Alter. Aber geil, dass er auch so drüber lachen kann. So
so geil. Diese Videos sind so geil. Man kann sich die auch immer wieder angucken. Kommst da halt auch nicht so gut vorwärts in diesem Matsch, ne? Und im Wasser und so. Meinst du, wo du da überall Dreck findest, wenn du nach Hause kommst? Ja. Aber das ist nicht doch testig, ja? Boah, Alter, das ist auch ein Full-Body-Workout. Boah, sowas ist krass. Also das hast du auch schon gemacht, ne? Nee, da so hoch, so eine Kante. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ach so, ja, ja, mit dem Trial. Aber so? Boah, vor allem mit der Kante. Was? Krass. Alter. Digga, das Ding wiegt doch bestimmt 180 Kilo oder so. Oh. Oh, das war der Motor. Ah, guck mal. Voll auf den Motor geknallt. Boah, so krass. Boah, die Karre ist echt schön. Ja. Mit diesem Blau. Das sieht so einfach bei denen aus. Ich glaube, wenn du die richtige Technik hast, dann ist es im Endeffekt auch leicht. Ist natürlich leicht zu sagen, weil ich es nicht kann, aber... Das ist das Erste, was ich auch in dem Video könnte, auf jeden Fall. Ah, ist halt geil, wenn du da den Platz hast und einfach guck dir dann mal das Gebiet an, ne? Ja. Kannst du einfach spielen. Hä? Digga, was ist das für ein geiler Spot? Um die Kamera zu schützen da. Ja, und auch so transportieren ist ziemlich geil. Boah, das ist so steil. Ja. Mag ich mich wieder betonen. Boah, aber die hält noch. Ja, ja. Wenn die wieder runterkommt, ist auch kacke. Ja. So schön, wenn ich das sehe, der Erzberg. Guck mal, der kann nicht stehen. Der rutscht von alleine. Oh nein. Nein. Boah, das war knapp. Ja. Das war wie in einem Film, Alter. Wie der da so langsam in Zeitlupe runtergerutscht ist. Boah. Alter. Boah, sieht das geil aus. Boah. Guck dir mal die Fahrbahn von dem See. In so einer riesen Kiesgrube waren wir auch schon mal. Das meine ich. Warst du da dabei? Ja, nee. Da bist du so ein Riesenstein. Ja, genau. Ich kann ja mal kurz, vielleicht wenn ich das Video finde, dann blende ich das jetzt, war der auf der Seite, hier ein, wie ich da hochgefahren bin, oder? Ja. Guck, also so ein Ding bin ich auch schon mal gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin zwar nicht ganz hochgekommen, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich so wenig Erfahrung habe, also, was das angeht. Also krass von außen, zwar wirklich krass. Und hast du es nicht sogar mehrere Male probiert? Ja, zwei oder drei Mal, aber das Runterfahren war schrecklich. Da habe ich mich nicht getraut. Nee, aber das ist auch ekelhaft. Und das war so rutschig und alles voller Steine. Ah, ja, ja. It doesn't matter what you call them. Ach, diese Gruppe da, Camps und Sheeps. They've arrived. Boah, ja, du, guck, das ist perfekt. Da kannst du einfach fahren und wenn du es nicht schaffst, dann legst du die Karre ab. Ne, guck mal, das ist einfach Sand. Boah, aber das... Naja. Digga! Alter. Also, das, wie kann... Hä? Wie geht das? Bis hier ist nice, aber das Ende, so wie soll das denn gehen? Alter, der fällt halt auch gerade runter. Digga. Was? Muss er da wie genau. Es geschafft hat? Muss da genau richtig viel Gas geben. Oder? Weil wenn du zu viel machst, dann fliegst du bloß und zu wenig schaffst du es nicht. Ja, und das Vorderrad darf halt nicht hochkommen. Du bist so steil, wenn du zu viel Gas gibst, dann machst du einen Rückwärtssalto. Oh. Aber gut abgesprungen. Das kann auch gut ins Auge gehen. Boah, da kannst du auch stecken bleiben. Ich sag, entweder einer bleibt stecken oder... Ja. Boah, der andere geht schon aus dem Weg. Gar kein Bock. Der kommt richtig nach hinten. Ja, der hat richtig Bock. Der will nur die anderen einsauen. Ja. Es gibt immer den einen Freund. Alter, guck mal, wie das fliegt, der Dreck. Oh. Boah, was schön sieht das aus mit dem Orange, ne? Orange ist einfach eine geile Farbe. Boah, die Räder.
Wenn du deine Karre wieder so einladen musst. Ja. Boah. Komm, der Vorderreifen. Alter. Ist nur noch Matsch. Kriegst du nie wieder sauber. Ach geil, da schleppt er ihn ab. Irgendwas kaputt. Das ist auch richtig gefährlich, ne? Ein Motorrad. Ja, vielleicht kriegt der Gang nicht mehr rein oder was weiß ich. Hier, das geht da nicht. Alter, das ist zum Beispiel wieder, guck mit den Steinen und so. Boah, Alter! Die Steine, also das, nee, also nee, das ist nicht safe krass. Nicht. Respekt, Alter, ja. Der da sich drauf losgefahren. Boah, Mensch. Er hat viel zu viel Angst vor. Viel zu viel Angst. Ja. Weil wenn es so steil schon auf der Kamera aussieht, dann ist er echt so. Bei dem sah es gut aus, echt. Alter. Oh. Oh, oh. War knapp, ne? Aber wie kommt man dann weiter? Ja, irgendwo muss man dann wieder runterfahren, ne? Und das ist noch ekliger. Das ist ja. Guck mal da, wie unheimlich, wenn du da wegrutschst. Guck mal. Boah. Ne. Das ist doch eine steile Wand. Wie willst du denn da hochfahren? Dann guck mal, das ist eine steile Wand. Das ist 90 Grad nach oben. Und der mit seiner Riesenmaschine ja. Da, das ist so krass. Guck mal, wie willst du, wie soll das denn gehen? Da geht's einfach. Oh nein! Oh nein! Oh, oh, oh das ist kurz. So krass! Gut, dass er noch lachen kann, ne? Zweiter Versuch. Nochmal! Oh, oh shit, oh, Alter! Boah, oh, das ist echt krass! Wenn dir da so eine Karre auf dem Kopf liegt oder so. Eigentlich kannst du die doch nur hochschmeißen, oder? Nee. Boah. Guck dir, wenn du dir Kevin Gallas anguckst oder ja. So, der kann da auch hochfahren einfach. Da sieht's wieder leicht aus. Oh, ich dachte, wo geht's jetzt hin, Alter? Was ein geiles Video wieder. So viel Emotions und so, ich feiere das richtig. Obwohl ich selber so wenig Enduro war. Guck mal, auch die Steine da. Alter, was? Boah, das war echt gut. Oh, oh. Oh, shit. Alter, was für ein geiles Video. Mir schwitzt ein bisschen die Hände. Das war auf jeden Fall richtig geil, oder? Es hat mir richtig Spaß gemacht. Enduro-Keks, immer wieder ein Spaß. Heftig. Also manche Sachen sahen schon echt übel aus. Da hatten die schon gut Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ganz knapp oft. Ja, aber war ein richtig geiles Video. Checkt auf jeden Fall gerne mal Enduro-Keks aus. Die haben lauter solche Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, werden Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten.